bisschen jeden Tag filmen soll. Ja, besser mit euch sprechen. Aber ich finde es ja schon ganz cool, was am Ende rauskommt und bin, ja, schon ganz stolz darauf, wie die Videos werden. Von daher, man sieht hier, ich weiß nicht, ob man das auch auf dem Video nachher sieht, meine Nase ist schon ein bisschen rot geworden. Eigentlich habe ich mich heute eingecremt, aber wahrscheinlich, weil wir hier in der Höhe sind, ist die Sonne doch ein bisschen intensiver. 2,5 Stunden Rad gefahren, das ist ja zum ersten Mal hier ein bisschen bergiger oder ja, mit ein paar Hügeln. Also wir sind nicht so richtig eine Runde gefahren, sondern eher so die umliegenden Berge immer mal ein bisschen hoch und wieder runter. Ja, den einen Pass, ich weiß nicht genau, wie der heißt. Wir blenden es einfach hier so ein. So heißt der Pass. Den hochgefahren und wieder runter und dann noch einen anderen Pass hier hinterm Hotel Richtung Trepale auch hochgefahren und wieder runter zum Hotel. Hatten dann 2,5 Stunden, ein bisschen über 60 Kilometer und ein bisschen über 1000 Höhenmeter. Das, denke ich, war für den Einstieg schon ganz ordentlich. Ja, auch ein bisschen geschlafen habe. Ich bin immer noch müde. Gehen wir noch in den Gym hier und machen so ein bisschen Athletik, aber nichts groß, also keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so. Ich habe mich jetzt mal getraut, nicht nur im Zimmer zu filmen. Top. Top, ne? Ja, wir haben heute einen ganz ruhigen Entlastungstag und haben auch schon das Krafttraining fertig. Und jetzt gehen wir gleich noch schwimmen. Nur eine Stunde und auch nichts Hartes. Und ja, danach gehen wir noch ein bisschen in die Stadt, mal wieder shoppen und was essen und so und den Tag genießen. Bisher ist es noch sehr sonnig, mal sehen, ob das noch so bleibt. Wir hoffen es mal, dass es nicht gleich anfängt zu regnen und ja, wir sehen uns dann später. Also ich wollte eigentlich schon filmen, als ich aufgestanden bin. Heute musste ich richtig früh aufstehen, also um 5 bin ich aufgestanden. Um 5.45 Uhr sind wir schon zum Schwimmen losgefahren. Es war nämlich heute sehr lang, also 6 Kilometer Schwimmen mit Schnellschwimmen auch dabei. Es ging so lala, also es hätte besser sein können, aber ich denke für die Höhe und ja, für meine Müdigkeit war es dann doch okay. Ich sehe gerade, es regnet draußen schon wieder. Ja, das Wetter ist wirklich sehr wechselhaft hier. Eigentlich hatten wir geplant, dann nachmittags Rad zu fahren, aber jetzt haben wir dann doch umgeplant und sind nach einer kurzen Pause nach dem Frühstück sind wir dann schon um 12 Rad gefahren. 2 Stunden Rad standen auf dem Programm. Nicht zu bergig, also eigentlich ist hier alles bergig, aber wir sind relativ flach dann doch für die Verhältnisse hier wir sind doch relativ flach für die Verhältnisse hier gefahren. Und dann nach dem Radfahren war ein Koppellauf, also der bestand aus Tempoläufen. Und eigentlich war geplant, dass wir 200er, also 3x10x200 laufen. Aber dann kam leider so ein bisschen das Wetter dazwischen. Also eigentlich haben wir es ja schon extra so geschoben, dass, also zumindest beim Radfahren es nicht regnet. Und das haben wir auch geschafft. Beim Laufen hat es dann angefangen zu regnen. Aber der Regen allein war nicht das Problem. Das Problem war eher, dass es dann wirklich ja ziemlich kalt geworden ist und war auch ziemlich windig dann, also der Regen, der Wind, die Kälte. Dann haben wir nämlich nach zwei Serien abgebrochen oder ja, mein Trainer hat uns halt gefragt, ob es nicht doch ein bisschen kalt ist. Dann haben wir erst noch Regenjacken angezogen, aber ja, die Beine waren schon recht kalt und
Um, sag ich mal, Schlimmeres zu verhindern, haben wir dann lieber die Serie abgebrochen, was auch okay war. Ich meine, am Ende haben wir trotzdem die 2x10x200 gut gemacht und hat sich auch gut angefühlt. Und am Ende, sag ich mal, ist man lieber ein bisschen auf der sicheren Seite, statt dann irgendwie eine Erkältung oder irgendwas Muskuläres vielleicht zu riskieren. Gimbal. So heißt es. Habe ich auch. Das war das Wort, das ich gesucht habe. Die Woche, wo ich ein bisschen selber filmen musste, weil Rick nicht da war, ist jetzt vorbei. Am Ende hat Rick dann auch noch ein paar Sachen gefilmt, weil er wieder da war. Und ja, ich glaube, man sieht es meinem Gesicht an. Ich bin gut müde vom Training. Die, wie man es gehört hat, sind die Hunde auch hier angekommen. Eigentlich wären wir am Samstag wieder nach Hause gefahren. Aber... Einen Moment mal. Monty. Das reicht. Bleib jetzt noch 5 Tage länger. Hat es einen Grund, den ich noch nicht so ganz verraten kann. Aber ja, eventuell wird es für mich noch ein kurzfristiges Rennen geben, worauf ich mich sehr freue, wenn es klappt. Und ich sage dann Bescheid, ob alles geklappt hat nächste Woche. Und